Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Ich sehe gerade, wie stark mein Mikro übersteuert hat dabei. Guten Morgen, Kilian. Ja, wir speichern. So. Eine Sache noch. Morgen und übermorgen. Oder auch einen in einigen Tagen. Nein, dieser Tage wollen wir die Mitglieder des Expeditionsteams bekannt geben. Wow. Donnerwetter. Endlich werden die Mitglieder bestimmt. Hui, das wird ein Riesenspaß. Oh Gott. Stimme. Ich muss wieder Aufnahmepause machen demnächst. Das ist für euch alle die letzte Chance, einen guten Eindruck zu machen. Bemüht euch und beeindruckt uns, wenn ihr ausgewählt werden wollt. In Ordnung, Pokémon. Nun geht eurer gewohnten Arbeit nach. Hurra! Viel zu viel zum Lesen wieder. Ich habe solchen Hunger, Kilian. Ah, ihr zwei. Kümmert euch heute um die ausgeschriebenen Jobs. Wir zählen auf euch. Eine Sache noch, was die Expedition angeht. Ihr solltet nicht erwarten, als Expeditionsmitglied auserwählt zu werden. Hä? Warum? Euer gestriges Versagen wiegt schwer. Wie ihr wisst, kann man aus dem Verhalten des Gildenmeisters schwer schließen, was er denkt, aber es besteht kein Zweifel, dass er innerlich vor Wut kochen muss. Es ist unwahrscheinlich, dass er gerade euch für die Expedition auswählt. Wenn also die Mitglieder ausgewählt werden, macht euch keine Hoffnung. Das ist alles. Ich war schon ganz schwach vor Hunger. Und dann so etwas zu erfahren, jetzt kann ich mich gar nicht mehr motivieren. Psst, hört mal! Huch, ich habe eine Stimme gehört. Psst, hier drüben! Oh, Bidiza. Psst, Menschenskind, doch nicht so laut! Kommt hier herüber! Puh, niemand hat was gesehen, außer vielleicht Libunkel. Was ist los? Wieso hast du uns gerufen? Nun ja, hier, nehmt. Oh, Äpfel. Ihr habt sicher großen Hunger. Wir haben gestern alle etwas von unserem Abendessen für euch aufgehoben. Jetzt esst. Danke euch allen. Oh, danke, ich bin wieder voller Energie. Großartig. Wir brauchen alle mal Hilfe, wenn es uns schlecht geht. Wir sollten alle hart arbeiten können, um das Expeditionsteam gewählt zu werden. Jawohl, ja. Danke euch allen. Was die Expedition angeht, Plaudergeier hat uns gerade gesagt. Nun, wahrscheinlich werden wir nicht auserwählt. Wie kann er so etwas sagen? Man weiß nie, was passiert. Niemals nicht. Die Mitglieder stehen noch nicht fest. Danke, dass ihr uns versucht, uns aufzubauen. Wollen wir nicht alle bei der Expedition dabei sein? Was, wenn wir ausgewählt werden? Dann kann jemand anders vielleicht nicht mit. Wäre das okay für euch alle? Nein, das fände ich nicht gut. Aber wenn irgendwer auserwählt wird, kann natürlich jemand anders dafür nicht mit. So ist das eben. Wenn jemand nicht für die Expedition auserwählt wird, sollte man sich dafür die freuen, die auserwählt wurden. Jawohl, ja. Und alle wollen mit auf die Expedition gehen. Fliegi und Kilian. Vielen Dank euch allen, ehrlich. Okay, dann versuchen wir weiter unser Bestes für die Expedition ausgewählt zu werden. Wir werden bis zum Schluss kämpfen. Jawohl, ja. Das ist die richtige Einstellung. Geben wir alle unser Bestes. Wir müssen uns Mühe geben, damit wir alle an der Expedition teilnehmen dürfen. Ja. So, wir haben übrigens schon lange nicht mehr Tagebücher gelesen. Da müssten mittlerweile ein paar neue Einträge drin stehen. Ja, eine Menge neue Einträge. Wir haben, ich glaube, die ersten zwei haben wir bis jetzt gelesen, oder? Auweia Tagebuch von Sanflorat, Eintrag 3, lecker essen. Morgen werde ich mit Bidiza auf Erkundung gehen. Dieser Bidiza streift sicher unnötig umher. Ich sollte reichlich Essensvorräte mitnehmen. Oh, warum wir reichlich Vorräte benötigen? Nun, wenn man durch einen Dampfen streift, wird man hungrig, wenn sich nach und nach der Magen leert.
Wenn sich dein Magen leert, wirst du schwächer und schwächer, bis du schließlich kampfunfähig wirst. Oh, weia, schrecklich. Bidiza ist nicht sehr erfahren, daher werde ich ihn unterstützen. PS, ich beabsichtige, über den Verlauf meiner Erkundung mit Bidiza zu schreiben. Darauf sollte man sich wirklich freuen. Ick, das bringt mich wieder zurück an der Annahme, dass ihr irgendjemand mein Tagebuch liest. Oh, weia, wie fürchterlich. So paranoid, das ist einfach herrlich. Erkundungsrundgang. Auweia Tagebuch von Sonfura, Eintrag 4. Ich habe es versprochen und hier kommt er nun. Hier ist mein Bericht über meine Erkundung mit Bidiza. Auweia, die Unwissenheit von Bidiza im Hinblick auf das Erkunden hat mich erstaunt. Hier ein Beispiel. Wenn ein Gegner neben einem steht, wendet man sich durch Drücken von Y zu. Einfach, nicht wahr? Selbst das wusste er nicht. Aber er brauchte nur etwas Nachhilfe. Als ich es ihm erklärt habe, hat Bidiza es schnell begriffen. Er ist gar nicht so übel, auf Eier. Den Job haben wir auch erledigt. Ein weiterer spaßiger Tag. So, dann haben wir noch Typen und Vergleiche. Auweia Tagebuch von Sonnenflora, Eintrag 5. Auweia, neulich habe ich einen fiesen Schrecken bekommen. Während der Expedition eines Dungeons war ich unvorsichtig und habe einen Treffer von einem Feuer-Pokémon abbekommen. Ich Dummerchen. Ich bin ein Pflanzen-Pokémon, daher habe ich entsprechend viel Schaden erlitten. Ich sollte wirklich erklären, worum es hierbei geht. Wie du weißt, gibt es viele verschiedene Pokémon-Typen, wie etwa Feuer und Wasser. Attacken gehören ebenfalls zu einem Typ. Der Vergleich zwischen Attackentyp und Pokémon beeinflusst den Schaden. Als ein Pflanzen-Pokémon sollte ich mich von Feuerattacken in Acht nehmen. Es ist wichtig, die Unterschiede der Typen zu kennen. PS, als ich deswegen in Schwierigkeiten geraten bin, hat mich Krakelo gerettet. Danke, Krakelo. Das andere Mal habe ich ihn angeschrien und ich habe Krakelo gesagt, dass ich mit ihm niemals wieder auf Erkundung gehen will. Aber es tut mir leid, das gesagt zu haben. Ich nehme all das Gemeine, was ich gesagt habe, zurück. Ich frage mich, ob er jemals wieder in einen Dungeon mit mir erkunden wird. Ich denke, ich werde mich morgen in aller Form bei ihm entschuldigen. Ja, das werde ich machen. Verdammt, jetzt habe ich einen Schluck auf. Tut mir leid, Krakelo. Ich hoffe, wir können auch weiterhin Teamkameraden sein. Ich glaube, jetzt muss ich doch eine Aufnahmepause machen. Zwangstechnisch. Also, ich mache hier eine Aufnahmepause. Wenn der Schluckauf vorbeigeht, mache ich vielleicht noch weiter nachher. Aber mit Schluckauf kann ich jetzt gerade nicht weiter vorlesen. Das wird zu anstrengend. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut. So, ich bin wieder da nach einer mehr oder weniger kurzen Aufnahmepause von, ein, zwei Wochen oder so. Keine Ahnung. Ja, mein Schluckauf ist jedenfalls weg. Das will ich damit jetzt sagen. Wir haben hier aufgehört, Sonfloras Tagebuch zu lesen und ich will damit auch gleich weitermachen. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, welchen ich das letzte Mal vorgelesen habe. Das war der 5. Wir haben hier noch 3 Stück. Das Rätsel. Das Auweia-Tagebuch von Sonflora, Eintrag 6, das Rätsel. Etwas sehr Rätselhaftes ist heute in unserer Gilde geschehen. Wir waren in der Gilde, als diese Auweia von einem scheußlichen Gestank heimgesucht wurde. Auweia, so eine übel riechende Qualmwolke habe ich ja noch nie erlebt. Es war ein Augenblick, der echt ihren Ick verdient hat. Aber niemand wollte sich dazu bekennen. Aber mich führt man nicht so leicht hinters Licht. Auweia, ich weiß, was ich gerochen habe, da gibt es kein Vertun. Ick, unter den mysteriösen Umständen geht... unter welchen mysteriösen Umständen es uns heimgesucht hat. Er ist der Übeltäter. Ja, das war Skuntank. Was denn sonst? Eine seltene Expedition. So. Während der morgendlichen Unterweisung hat uns Plaudergei etwas wirklich Erfreuliches mitgeteilt. Es steht eine Expedition an. Hurra! Auweia, die letzte Expedition liegt schon Ewigkeiten zurück. Von unserer letzten Expedition haben wir haufenweise Schätze mitgebracht. Wir haben alles mit jedem in Schatzstadt geteilt. Es war eine wirklich tolle Zeit. Oh, die bevorstehende Expedition dürfte spaßig werden. Ich frage mich, wo wir diesmal erkunden gehen werden. Meine Mitbewohnerin Palimpalim und ich sind schon ganz aufgeregt dabei, das Ziel zu erraten. Natürlich werde ich alles mir Mögliche tun, um für die Expedition ausgewählt zu werden. Oh, ich bin so motiviert, hurra! Und dann haben wir noch die Inspiration. Aber ja, etwas sehr Erbauliches ist geschehen. Heute Abend hat Team Crosshard aus irgendeinem dummen Grund kein Essen bekommen. Als wir aßen, hat Bidiza einen Teil seines Essens beiseite gelegt. Das sollte dem Bidiza...
Und das soll dem Belizer, den wir aufgrund seines grenzenlosen Appetits das Fass ohne Boden nennen, ähnlich sehen? Was konnte das wohl verursacht haben? Vielleicht leidet er an gebrochenem Herzen. Nun, das dachte ich zunächst auch, aber dann bin ich dahinter gekommen, was er wirklich vorhatte. Er hat einen Teil seines Essens dem Team von Kilian überlassen. Daraufhin, ach ja, haben es die anderen auch bemerkt. Wir alle taten es Belizer gleich und entschieden, Teile unseres Essens aufzuheben. Allerdings quälte sich Kakelo bis zum Schluss damit. Hurra, alle sprangen ein, um zu helfen. Wie nett von ihnen. Auf Haya, ich werde ganz gefühlslosig. Zum Schluss haben wir entschieden, die kleineren Dinge unter uns aufzuteilen und jedem von ihnen einen ganzen Apfel zu überlassen. Palim Palim, Bidiza und ich werden diese beiden Äpfel über Nacht aufbewahren. Morgen früh werden wir sie Team Crossheart geben. Sie dürften mittlerweile hungrig sein, aber ein wenig länger müssen sie es noch aushalten. Wir müssen alle zusammenhalten und versuchen, es in unseren Expeditionstrupp zu schaffen. Das ist doch nett von denen. Die Szene hatten wir ja vorhin erst. Also für euch ist es vorhin, weil es noch im selben Part ist, aber. Was haben wir denn hier schon gelesen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also die ersten zwei auf jeden Fall. Beim dritten weiß ich es noch nicht. Schauen wir einfach mal. Ich habe es nicht bemerkt. Nach dem Annehmen von Jobs vom Job und Ganoven-Infobretten muss man ausüben auf der Jobliste wählen, um sie zu erledigen. Das wusste ich nicht. Ich bin also in Dungeons gegangen, ohne Jobs vorher mit Ausüben zu aktivieren. Menschenskind. Uff, kein Wunder, dass ich meine Jobs nie erledigen konnte, obwohl ich den entsprechenden Dungeon betreten habe. Jetzt verstehe ich auch, warum Plaudergei immer so aufgebracht ist, wenn es um mich geht, Menschenskind. Ja, Bidiza. Das muss jeder mal lernen. Erkunden mit Sonflora. Sonflora ist ziemlich toll. Jawohl, ja. Neulich bin ich mit Sonflora auf Erkundung gewesen. Wie sich herausstellt, ist Sonflora eine richtige Expertin, was Dungeon-Kämpfe angeht. Wenn der Gegner außer Reichweite ist, bewegt sie sich nicht auf ihn zu, sondern drückt A für einen Angriff ins Leere. Dann überbrückt der Gegner die Distanz zu ihr und in seiner Runde. In der folgenden Runde ist sie dann die erste in Reichweite für einen Treffer. Jawohl, ja. Sie weiß echt, was sie tut. Donnerwetter. Ich wollte schreien und brüllen, als ich sie diesen Trick habe einsetzen sehen. So aufregend war das. Was mich angeht, ich stürze mich immer in einen Kampf. Daher bin ich auch immer der Erste, der getroffen wird. Aber ich schätze, das ist in Ordnung. Ich weiß, wie man es macht und kann nun effektiver erkunden. Jawohl, ja. Dann haben wir hier... Attacken sind klasse. Nun, offenbar gab es noch eine weitere Sache, von der ich keine Ahnung hatte. Wenn man Attacken statt regulärer Angriffe verwendet, um Gegner zu besiegen, bekommt man eher mehr Erfahrungspunkte. Wussten das alle außer mir? Ich wusste das nicht, aber es geht noch weiter. Man muss den Gegner nur ein einziges Mal mit einer Attacke treffen. Außer der einen Attacke kann man ihn mit regulären Angriffen traktieren und trotzdem erhöhte EP bekommen. Was haltet ihr davon? Attacken haben ferner eine höhere Volltrefferrate als reguläre Angriffe. Selbst schuld, wenn ihr sie nicht verwendet. Von morgen an werde ich mehr Attacken einsetzen, jawohl, ja. PS, ich habe tatsächlich das getan, was ich versprochen habe und reichlich Attacken auf meine Erkundung eingesetzt. Aber ich habe meine Attacken so häufig eingesetzt, dass mir fast unmittelbar die AP dafür ausgegangen sind. Uff, ich vermute, Erkunden ist niemals so leicht, wie es aussieht. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, Bibiza. Stinkbombe. Neulich geschah etwas echt Überraschendes. Als ich das Ganoven-Infobrett studierte, lag plötzlich ein mieser Schwefelgeruch in der Luft. Aber dann drehten sich alle zu mir um, als ob ich damit etwas zu tun gehabt hätte, Menschenskind. Ich schwöre es, ich habe wirklich nichts mit dem schrecklichen Gestank zu tun, Menschenskind. Ich weiß, dass ich dann und wann in der Vergangenheit schuld gewesen bin, so wie das eine Mal in meinem Zimmer und auch die beiden Male in der Kantine, das eine Mal in der Unterkunft des Gildenmeisters und Menschenskind, dieses Mal bin ich aber wirklich unschuldig, das schwöre ich. Ich finde diese Einträge so liebenswürdig. Expedition. Die Gilde begebt sich demnächst auf eine Expedition. Das wird meine erste Expedition. Mein Herz rast schon, Menschenskind. Aber wenn sie überhaupt in Erwägung ziehen, mich mitzunehmen, verglichen mit den anderen bin ich langsam und schwerfällig. Und sogar die Neulinge von Team Crossheart werden besser und besser. Aber ich gebe ganz gewiss nicht auf, Menschenskind. Ich werde mein Bestes tun, um für die Expedition ausgewählt zu werden. Jawohl, ja. Und den letzten nehmen wir auch noch mit. Heute gab es eine Art Szene. Den Mitgliedern von Team Crossheart wurde heute die Essensausgabe verwehrt. Sie mussten hungrig zu Bett gehen. Sie haben bestimmt irgendwas böse vermasselt, um eine derart harte Strafe zu kassieren. Jawohl, ja. Wie dem auch sei, kein Essen zu bekommen, ist echt eine miese Sache.
Ich weiß, dass ich keine Nacht ohne vollen Bauch durchhalten würde, jawohl, ja. Also habe ich entschieden, einen Teil meiner Essensportion für sie aufzuheben, um das Essen mit ihnen zu teilen. Stellt sich heraus, dass alle die gleiche Idee hatten. Offenbar haben wir alle einen Teil unserer Essensration aufgehoben. Wir haben uns also alle in jener Nacht getroffen und darüber gesprochen, jawohl, ja. Und wir haben entschieden, unser Essen mit Team Crosshard zu teilen. Morgen in der Früh, nach der morgendlichen Unterweisung, werden wir ihnen das Essen zukommen lassen, jawohl, ja. Die älteren Lehrlinge sind normalerweise recht streng, aber wie sich herausgestellt hat, haben sie ein echt richtig gutes Herz. Uff, das macht mich ganz emotional, Menschenskind. So, genug Tagebücher. Zurück an die Arbeit. Oh, hey, ihr zwei. Hey, das ist Glibunkel. Was treibt ihr denn mit Bediza und den anderen? Scheint ja sehr interessant zu sein. Wahrscheinlich hat es nichts mit mir zu tun, aber... Egal, ich habe euch wegen etwas anderem gerufen. Das Warten hat ein Ende. Es geht um einen Laden. Die Glibunkel-Tauschbörse hat wieder geöffnet. Die Glibunkel-Tauschbörse? Richtig gehört. Ich habe endlich meinen Tauschkasten repariert und kann wieder ins Geschäft einsteigen. Werft bestimmte Arten von Items in den Tauschkessel und ihr bekommt dafür ein Item, das ein anderes Pokémon aus der Gegend um Schattstadt herum zum Tausch angeboten hat. Einige Pokémon bieten ziemlich seltene Items zum Tausch an. Mit etwas Glück erwischt ihr also ein richtig tolles Item. Kapiert? Wenn euch also mal nach einem Tauschgeschäft ist, kommt zu mir. Alles klar? Ja, dazu werde ich dann erst kommen, wenn ich irgendwas habe, was ich tauschen kann. Und das kann ich momentan noch nicht, weil es momentan noch keine Schatzboxen gibt. Aber ich glaube, wir müssen heute eh wieder Jobs vom Infobrett, glaube ich, machen, oder? Schauen wir doch einfach mal. Also, wir haben sowieso noch was auf der Jobliste, nämlich zwei Jobs von der Feuchtklippe. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal Wasserfallhöhle, dreimal Stachelberg, einmal Feuchtklippe. Das wären insgesamt schon drei für die Feuchtklippe und drei für den Stachelberg. Was haben wir denn hier noch? Den mache ich definitiv nicht. Den könnte ich theoretisch machen, aber will ich jetzt gerade auch nicht unbedingt. Also, ich will eigentlich mal die drei von der Feuchtklippe loswerden, deswegen nehme ich jetzt den hier noch mit. Machen wir heute einen relativ einfachen Tag. Wir haben zwei C-Missionen und eine D-Mission. Also es sind eine Ganoven-Mission. Es sind zwei Ganoven-Missionen und eine Rettungsmission. Da wir allerdings nur in der Feuchtklippe sind, sollte das Ganze kein Problem sein. Und ich würde gerne Destiny wieder mitnehmen in meinem Team. Du kommst mal bitte mit ins Team. Nachdem du das letzte Mal ja von irgendeiner Pflanzenattacke K.O. gesetzt wurdest. Ach, was kommt jetzt noch? Huch, da ist jemand am Eingang des Cafés. Was wohl los ist? Ach, jetzt kommt Project P. Naja. Hey, ist etwas los? Etwas beim Café? Juhu, anscheinend gibt es tolle Neuigkeiten für alle Erkunder. Was denn für tolle Neuigkeiten? Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ich werde es herausfinden. Warte, ich komme mit. Tolle Neuigkeiten also? Hey Kieran, das wollten wir auch nachsehen. Ja, das ist definitiv Project P. Wow, ganz schön was ist los hier. Ich grüße euch alle zusammen. Erstmal danke, dass ihr euch Zeit für diese Ansprache genommen habt. Heute möchte ich euch wundervolle Neuigkeiten über das Hoffen und Träumen mitteilen. Danke für eure rege Unterstützung. Dank eurer regen Unterstützung läuft dieses Café recht erfolgreich. Wir dürfen uns über eine aktive Kundschaft freuen. Und der Stolz des Cafés, der Wiederverwertungsladen, ist nun bereit und hat dank euch bereits viele Items auf Lager. Wir möchten euch für eure Unterstützung ganz herzlich danken. Und zwar, indem wir ab sofort einen neuen Service anbieten. Wir nennen ihn Project P. Project P?
Was ist das? Dieses Projekt soll die Items des Wiederverwertungsladens dazu verwenden, bisher unerforschte Gebiete zu erkunden. Lasst es mich erklären. Zurzeit tauscht ihr im Wiederverwertungsladen einige eurer Items gegen eines der Items des Ladens. Da der Wiederverwertungsladen von vielen genutzt wird, konnten wir eine Menge Items hier im Laden sammeln. Dieser Service wird wie gewohnt weiterlaufen. Und jetzt, wo wir Project P starten, da fragt ihr euch sicher, wie das Project P dort hineinpasst. Ganz einfach, wir nutzen die gesammelten Items, um unerforschte Gebiete zu erkunden. Es gibt noch so viele Gebiete auf dieser Welt, die im Verborgenen liegen und bisher nicht erkundet wurden. So viele geheime Schätze und herausfordernde Rätsel, die ihre Entdeckung harren. Also lasst uns hinausziehen und sie ausfindig machen. Das ist der Sinn von Project P. Ah, das Streben nach Wissen. Und nach andauernder Erkundung. Wir werden schillernde Schätze und viele und neue Erkundungsgebiete finden. Vielleicht. Und wenn ihr eure Entdeckung mit zum Café bringt, wird sich das für euch lohnen. Und zwar dadurch, dass ihr euch eure Kondition im Wiederverwertungsladen verbessern. Auf diese Art sollten wir schaffen, die Menge an frischen Items im Wiederverwertungsladen hochzuhalten. Die Items, die wir im Wiederverwertungsladen anbieten, werden zunehmend toller. Was haltet ihr davon? Versteht ihr, was ich meine? Natürlich, sonst laberst du mich ja nochmal damit zu. Verwendet die wiederverwerteten Items, um die Welt zu erkunden. Ist das nicht ein wundervolles Projekt voller Hoffnungen und Träume? Wow, das ist genial. Das klingt so wirtschaftlich. Wir haben bereits ein Erkundungsteam losgeschickt, um nach unentdeckten Gebieten zu erforschen. Ja, das kenne ich schon, das Team Grenzland. Wir erwarten in Kürze die ersten Entdeckungen. Deswegen, alle miteinander, nutzt den Wiederverwertungsladen jeden Tag ein bisschen mehr. Alle haben etwas davon. Lasst uns alle zusammenarbeiten und unentdeckte Gebiete finden. Wow, wie grandios. Überflüssige Items wiederverwerten, sie tauschen, damit sie zu unglaublichen Schätzen werden. Und dabei helfen, unentdeckte Gebiete zu erforschen. Oh ja, ich bin so aufgeregt. Wir sollten noch mehr wiederverwerten. Ja, kann ich aber heute anscheinend eh nicht machen, weil heute lässt er mich nicht.